Ob es reicht, das ist die Aussage derzeit der Finanzmärkte, speziell eben von Gold und den Anleihemärkten, die sagen, nee, so macht ihr nicht weiter, so könnt ihr eure Schuldenorgie nicht weiter treiben und gleichzeitig eine Notenbank haben, die offenkundig nicht unabhängig agiert, schon gar nicht datenabhängig, sondern politisch motiviert ist, gemeint ist die US-Notenbank Fed, die ja komme, was wolle, die Zinsen senken will, weil offenkundig Finanzministerin Janet Yellen die Order gegeben hat an Jerome Powell, sorge dafür, dass die Zinsen schnell gesenkt werden, denn wir haben sehr hohe Schulden und im Wahlkampf würde uns das auch ein bisschen helfen. Aber eben dieses Stoppschild, das ist unübersehbar. Wir sehen deutlich steigende Anleiherenditen. Wir sehen praktisch jeden Tag Gold auf einem neuen Allzeithoch und erinnern wir uns, so lange ist es noch gar nicht her. Und da waren es die Anleihemärkte, die mit steigenden, sehr rasant steigenden Kapitalmarktzinsen damals eine britische Regierungschefin, nämlich Liz Truss praktisch zu Fall gebracht haben. Also, wir sehen jetzt so etwas in Zeitlupe auch, eine Fundamentalopposition, könnte man sagen, von den Anleihemärkten, die sagen, wir sind nicht bereit, für diese Renditen, für diese Risikoprämien eure Orgie weiter zu finanzieren und Gold ist dann ein anderes Vehikel, um dieses Misstrauen auch auszudrücken. Wir wollen uns die Dinge mal anschauen an einem Tag, an dem eben diese steigenden Kapitalmarktzinsen, die steigenden Renditen, die Aktienmärkte belasten. Nur der Nasdaq hält sich gut, weil es da eine Aktie gibt mit Namen Nvidia, die sozusagen das Ganze nach oben hält. Skeptiker, böse Zungen sprechen vom S&P 1 statt vom S&P 500. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns zunächst mal an, eben diese Kapitalmarktrenditen. Wir waren vorhin, als ich hier begann, jetzt abschließend dieses Video vorzubereiten, bei 4,18% bei der 10-jährigen Anleiherendite. Das sind wieder 10 Basispunkte. Und Sven Henrik sagt es ganz klar, die angeblich datenabhängige Fed hat vor 3 Wochen die Zinsen um 50 Basispunkte gesenkt. Die Rohstoffpreise sind seitdem deutlich gestiegen. Wir sehen, die Preiskomponenten in verschiedenen Einkaufsmanager-Indizes sind weiter gestiegen. Der Arbeitsmarkt scheint okay und alles eben läuft, wenn man so will, gegen die Fed. Sie senkt die Zinsen, aber die Märkte heben faktisch die Zinsen an, denn relevant fast in der gesamten Wirtschaft sind nicht die Leitzinsen der US-Notenbank, sondern die Kapitalmarktzinsen. Daran hängt so viel, da hängen Autokredite dran, da hängen Hypothekenzinsen dran. Also man orientiert sich da nicht am Leitzins, sondern an den Kapitalmarktzinsen. Das heißt, für die US-Konsumenten bringt diese Leitzinssenkung gar nichts, die vor 3 Wochen passiert ist. Und so sagt Sven Henrik, Bond Market to Fed, can you hear me now? Kannst du mich hören? Wir misstrauen euch. Ihr seid nicht objektiv, ihr seid politisch gesteuert, ihr seid nicht wirklich datenabhängig, wie ihr immer wieder behauptet. Und so heißt es jetzt schon in Bloomberg-Artikeln, ja, die 10-jährige Anleiherendite, die könnte 5% erreichen in einigen Monaten, wie ein Analysehaus sagt. Und ein anderes, nämlich die Bank of America, sagt ja, Gold ist der letzte sichere Hafen. Denn wenn die Anleiherenditen steigen, also die Kapitalmarktzinsen, dann fallen die Kurse der Anleihemärkte. Das heißt, wir haben fallende Anleihekurse und steigende Renditen. Dementsprechend sind eben die Staatsanleihen in den USA nicht mehr der sichere Hafen. Das ist genau das Thema und das hat sehr früh erkannt, wieder mal der Star-Investor Stan Druckenmiller, der eben short gegangen ist in Anleihemärkten, also in den US-Staatsanleihen, also diese leer verkauft hat. Das heißt, er geht von steigenden Renditen, von steigenden Kapitalmarktzinsen aus und genau so ist es ja auch gekommen. Und der gute Jerome Powell, der kratzt sich am Kopf, was soll ich jetzt machen, was können wir da tun? Und man merkt schon, die Fed wird so ein bisschen unsicher. Die Märkte haben ihre Zinssenkungserwartungen ja schon ein bisschen deutlich runtergedimmt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehen wir jetzt etwa das Fed-Mitglied Logan, die sagt, ja, wir sollten schon die Zinsen senken, aber langsam, langsam, also graduell, jetzt nicht so schnell. Also das ist so ein bisschen der Versuch, hier zu sagen, naja, wir haben schon die Absicht weiter, die Zinsen zu senken, aber so schnell machen wir nicht. Das ist vielleicht der erste Beruhigungsversuch für die Anleihemärkte seitens der Fed. Die merkt, oh, das wird jetzt eine schwierige Geschichte, das ist eigentlich nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Und jetzt ist eben auch diese US-Wahl ja unmittelbar vor der Tür und viele sagen,
sagen, naja, die länger laufenden Anleiherenditen, also zum Beispiel die 10-jährige Anleihe, die 30-jährige Anleihe, die Rendite der USA, die könnte deutlich steigen, aber das dürfte eben auch das sogenannte Front-End erwischen, also die kürzer laufenden Staatsanleihen, also 3 Monate, 6 Monate, 2 Jahre, diese verschiedenen Laufzeiten. Denn wenn Trump an die Macht kommt, dann würde er ab Januar, wenn er das Amt dann faktisch übernimmt, sofort diese Zölle einführen. Das würde die Fed wahrscheinlich zwingen, erstmal weitere Zinssenkungen zu verschieben, was wiederum positiv für die Anleiherenditen ist, also latent steigende Anleiherenditen zur Folge hätte. Und normalerweise gibt es eine Korrelation zwischen steigenden Renditen und fallenden Aktienmärkten. Macht auch Sinn, weil klar, wenn die Renditen steigen, dann steigen die Kapitalmarktzinsen. Wenn die Kapitalmarktzinsen steigen, dann wird Geld teurer. Es ist also teurer, sich Liquidität zu leihen. Es ist teurer, mit Long-Positionen bei einem Broker über Nacht stehen zu bleiben. Umso mehr muss ich dafür über Nacht Zinsen zahlen, wenn ich irgendwelche Derivate handle. Und das tun die Amis ja mit sehr viel Werf. Und hier sehen wir normalerweise Yields up, Market down, Yields down, Market up. Das ist der reguläre Zusammenhang, der nicht immer so greifbar ist oder nicht hundertprozentig so funktioniert, aber eben in der Tendenz. Und Tendenz ist das Stichwort, denn wir haben ja jetzt im Grunde seit Oktober eine sehr seltsame Tendenz gesehen. Wir haben gesehen, dass der S&P gestiegen ist, trotzdem eben auch der Dollar und die Renditen gestiegen sind. Die TNX ist hier die 10-jährige Anleiherendite. Das war vorher immer genau entgegengesetzt. Damals ist der S&P gestiegen bis Anfang Oktober, aber der Dollar und die Renditen sind gefallen. Jetzt ist alles gestiegen. Wer hat recht, wer lügt, das ist die große Frage. Und die Renditen jedenfalls steigen. Und David Rosenberg sagt, ja, das ist eine klare Botschaft des Anleihemarktes an die Politik der USA, nicht mehr so weiterzumachen. Wir sind nicht bereit, hier diese rasante Verschuldungsorgie weiter zu finanzieren. Insgesamt ja, die US-Schulden bei knapp 100 Billionen Dollar. 35, fast 36, der Staat, dazu Firmen und eben Haushalte. Und wir sehen diese Formation in diesem Chart, das ist eben die Rendite der 10-jährigen Anleiherendite, die könnte durchaus so eine Chartformation bilden, dass das hier wieder nach oben explodiert, wie beim letzten Mal, als wir so eine ähnliche Formation hier hatten, wie in dem Chart eingezeichnet. Und insgesamt haben wir jetzt seit dem Jahr 1994 35 Mal gesehen, dass die Fed in einen Zinssenkungszyklus eingetreten ist. Meistens sind die Renditen gefallen, aber nicht immer. Hier sehen wir, dass die Renditen gestiegen sind um 51 Basispunkte. Wir waren bei 3,6% etwa, sind jetzt fast schon 60 Basispunkte gestiegen. Es gab nur 2 Zyklen, als die Fed die Zinsen gesenkt hat, wo diese Anleiherenditen stärker gestiegen sind. Das war 2001 und 2003. Also man sieht, das ist durchaus schon jetzt historisch auch relevant, was hier passiert mit diesen steigenden Anleiherenditen. Und warum steigen die? Weil es vor allem keine Aussicht auf Besserung gibt. Entweder Harris gewinnt die Wahl, dann wird sie irgendwelchen Leuten viel Geld schenken, die Kinder bekommen, die Häuser kaufen oder halt generell schwarz sind. Oder wir haben einen Trump, der auch kein Kind von Traurigkeit ist, wie man weiß, aus seiner ersten Präsidentschaft dazu eben die Steuern senken will, was das fiskalische Defizit noch weiter erhöht. Dann die Zölle dürften zu Preissteigerungen weiterführen. Also hier sehen wir eine Analyse eines Hauses, die sagen, also das bringt wieder inflationäre Risiken. Auch dieses Defizit ist latent inflationär, das die Amerikaner fahren. Und vor allem, was ist das Schlimmste jetzt für die Anleihemärkte oder vielleicht auch das Schlimmste für die Märkte insgesamt? Wenn wir einen Sweep sehen, wenn wir also sehen, dass eine Partei, ob Republikaner oder Demokraten, alles gewinnen, also Präsidentschaft, dazu das Abgeordnetenhaus, dazu den Senat, weil es dann praktisch keine Opposition mehr gibt, die ein bisschen bremsend gegenüber den Geldgeschenken, den Interessensgruppen irgendwie eingreifen könnte. Also das würde bedeuten, sollte Trump es schaffen, Präsident zu werden und Senat und Abgeordnetenhaus zu kriegen, dann dürften wir nochmal deutlich steigende Renditen sehen, gilt aber eben auch für einen Sieg der Demokraten und Harris. Hier sehen wir nochmal eine Warnung von Bill Dudley, dem ehemaligen New York Fed-Chef, der sagt also, täuscht euch nicht, diese Zölle von Trump, die sind attraktiv, weil er ihnen eben verspricht, na, das wird bedeuten, dass hier viel mehr Jobs entstehen, dass
also viele Firmen sich nicht mehr in Mexiko ansiedeln, um dann nach USA zu exportieren, sondern die müssen dann mehr oder weniger in die USA kommen. Das wiederum bedeutet Wirtschaftswachstum. Deswegen gibt es da nicht allzu viel Opposition in den USA. Gibt es natürlich von Demokraten, von Wirtschaftswissenschaftlern, aber das ist schon weitgehend durchaus populär. Und wie gesagt, diese Anleiherendite-Frage ist eben zentral, weil die Märkte eben eine Normalisierung, eine sinkende Zinsen eingepreist haben, sinkende Anleiherenditen eingepreist haben. Und das wäre das Gegenteil dessen, auch unter Trump, was man sich eigentlich erwartet hat. Und dementsprechend heißt es, egal wer gewinnt, es könnte durchaus für die Märkte schwierig werden, obwohl die Märkte, die Wall Street ja eigentlich Trump favorisiert wegen der Senkung der Unternehmenssteuern und insgesamt Deregulierung, das liebt man an der Wall Street, aber da sind eben auch noch andere Dinge, die hier eine Rolle spielen und vielleicht deswegen sehen wir, dass Insider, also Firmeninsider, die wissen, was los ist, dass die doch ziemlich stark verkaufen, also viel mehr verkaufen als sie kaufen. Es ist so, dass grundsätzlich Firmeninsider mehr verkaufen als kaufen. Das ist normal, weil sie eben Optionen haben etc. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du verkaufst, als nochmal hinzukaufst. Aber wir haben jetzt schon ein Verhältnis, das so noch nicht war seit dem Jahr 2021. Also so wenig, also das Verhältnis zwischen Käufen und Verkäufen ist so wie seit 2021 nicht mehr. Man ist also eher wenig geneigt jetzt als Insider, die eigenen Aktien zu kaufen. Und hier nochmal zurück zu der ganzen Geschichte mit den Zinsen, um es mal plastisch zu machen, was das bedeutet. Wir haben derzeit das Verhältnis zwischen Zinsbelastung, also Zinszahlungen, einem Anteil des BIPs von 3,1%. Das heißt, über 3% müssen die Amerikaner nur für Zinsen berappen des BIPs. Dagegen haben wir 2,4% für Infrastruktur, alles was mit Erziehung zu tun hat und alles was mit Forschung zu tun hat, also Research and Development R&D. Also, und das Ganze wird sich dann im Jahr 2054, wenn es nur einigermaßen so weitergeht, sind wir bei 6,3% des BIPs, wird sich also fast, oder ja, wird sich verdoppeln. Wer weiß, was da vielleicht noch extremer passiert. Und daher ist es eben auch kein Zufall, dass Gold etwa als Fluchtvehikel hier fungiert. Wir sehen, dass praktisch jeden Tag Gold steigt, natürlich überverkauft ist, klar, gar keine Frage, da kann auch mal eine Korrektur kommen. Wir sehen aber eben diese fundamentale Unterstützung durch diese Schuldenorgie, die hier der Fall ist. Und das, obwohl eben die Kapitalmarktzinsen sehr stark gestiegen sind, obwohl der Dollar stark gestiegen ist, eigentlich Gift für Gold, das sich eben weitgehend, wie wir hier unten sehen, vom Dollar entkoppelt hat. Und jetzt wird interessant, was passiert, wenn wir mal sehen, dass der Ölpreis wieder deutlicher anzieht. Wir haben ja zuletzt einen fallenden Ölpreis gesehen und wenn man sich eigentlich die Schlagzeilen, diese geopolitischen Spannungen anschaut, dann könnte man denken, Öl müsste eher bei 100 Dollar als im Bereich der 70er Marke sein, ist aber nicht der Fall. Aber wir sehen, normalerweise laufen Öl und die Renditen, die Kapitalmarktzinsen, relativ parallel. Jetzt haben wir eine sehr große Lücke. Bedeutet, entweder Öl wird steigen, perspektivisch, oder die Kapitalmarktzinsen vielleicht wieder runterkommen. Wir wissen es nicht. Jedenfalls hatten wir in der letzten Woche die zweitschlechteste Woche für Öl in diesem Jahr. Dennoch läuft das Ganze besser als eben hier irgendwelche Clean Energy Geschichten, also grüne Energie. Und jetzt sehen wir, dass viele amerikanische Hedgefonds eben sagen, das hat nicht so die Zukunft, die man sich erhofft hat. Deswegen shorten wir das. Wir verkaufen es also leer, hoffen, dass die Kurse hier im Bereich Energy, Clean Energy weiter fallen. Sehr zum Missfallen des guten Robert Habeck, der ja meinte, dass nur das die Zukunft ist. Die Welt sieht es komplett anders. Das zeigt etwa die Hosse bei Uranium, das zeigt diese Atomkraft-Revival, das wir sehen. Aber nein, das sind alles Geisterfahrer. Noch haben die Märkte überhaupt kein Problem, offenkundig, mit diesen steigenden Renditen. Aber achten Sie hier mal auf die Junk Bonds, also auf die weniger bonitär starken Unternehmensanleihen. Die sind durchaus entspannt, aber eben nicht so euphorisch wie der S&P 500 mit sehr vielen neuen Allzeithochs. Da ist eine negative Divergenz. Wenn etwas wirklich ungemütlich wird, dann sind es die Junk Bonds, die das zunächst anzeigen. Das ist gewissermaßen die Achillesferse
Und ich glaube, die nächste größere Krise wird kommen, weil man erkennt, oh, diese Kredite, die sind mit viel zu wenig Risikoprämie ausgestattet. Abschließend zwei Empfehlungen, abschließend des ersten Teils, nämlich, wir haben nochmal eine große Zusammenstellung gemacht, diese Staatsverschuldung, was das bedeutet, ein großes Debakel, das mit einem wunderbaren Überblick. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, ist der zweite Teil, wo wir uns mal die US-Märkte genauer anschauen. Da tut sich Hochinteressantes. Da sehen wir nämlich Muster, die naja, so ein bisschen unter der Oberfläche versteckt sind. Deswegen sehen wir uns hoffentlich gleich im zweiten Teil, sowohl den zweiten Teil, den Link zum zweiten Teil, als auch diese Artikelempfehlung über die Schulden unter dem Video. Sie werden das finden. Wir sehen uns. Servus, ciao.